Ich habe beschlossen, heute Abend Geschichten zu erzählen. Ich gebe ein- oder zweimal pro Jahr Vorträge dieser Art und die Idee ist oder wäre Inspiration. Ob diese Geschichten nun das bewirken oder nicht, wird sich herausstellen. Für manche kann es vielleicht auch etwas bemühend oder langweilig wirken, ich weiß es noch nicht. Wenn das der Fall ist, würde ich euch bitten, einfach mit der Praxis von Geduld und Gelassenheit weiterzufahren. Das ist ja das, was wir hier üben. Ich habe es eben nicht als Vorträge, sondern nur als Text. Das Ganze sehe ich als einen bedeutenden Aspekt einer längeren Praxis, einer Praxis über viele Jahre, nämlich eine Verbindung zu erhalten zur Quelle und zum Strom der Überlieferung. Man spricht von Lineage oder Überlieferungslinie. Es ist nicht so, dass James Miller aus Kalifornien diese Methode kürzlich erfunden hat. Es ist aber auch nicht so, dass der Buddha diese Lehre gelehrt hat und jetzt ist sie irgendwie mysteriös einfach bei uns angekommen. Vielmehr wurde sie über Jahrhunderte, Jahrtausende von Menschen praktiziert und gelebt, von einem zum nächsten, lückenlos bis zu uns, durch die verschiedensten Kulturen und Zeitalter hindurch. Ich habe mir sagen lassen, der kulturelle Unterschied zwischen Indien und China sei weit größer als zum Beispiel der zwischen Indien und Europa. Und wer in Indien war, weiß, was das bedeuten würde. Immer waren es Menschen mit verschiedener persönlicher Geschichte, verschiedenen Schicksalen. Das ist das Rohmaterial für ein Buch und es kann sein, dass ich dann einfach vorlese, weil es sonst ein bisschen schwierig ist, das so zu erzählen. Ein Problem habe ich vielleicht damit. Beim Durchlesen musste ich immer wieder heulen. Ist mir nicht ganz klar, warum. Irgendwie berührt mich das wohl. Das Problem ist, das wäre mir sehr peinlich. Aber ich riskiere es jetzt mal. Ich habe Geschichten über Asanga, Shantideva und Atisha erzählt, zu anderen Zeiten, über die großen Meister des Mahayanas, über Ananda, Sariputta und Moggallana und über Mahakasapa, sind Buddhas engste Schüler. Und heute möchte ich über Frauen erzählen, über die nächsten Schülerinnen des Buddha und je nach Zeit vielleicht noch eine Dame aus einem ganz anderen Umfeld, aus einer ganz anderen Zeit. Ich weiß nicht, wie sich das anlässt, ob es ganze 15 Minuten dauert oder eine Stunde. Mal sehen. Als erstes möchte ich über das Leben von Maha Pachapati sprechen. Prinz Siddhartha erblickte unter einem Baum das Licht der Welt. Seine Mutter, die edle Königin Maya, befand sich gerade auf einer beschwerlichen Reise zu ihrem fernen Elternhaus in Devadaha, das ist im Norden von Indien an der Grenze zum heutigen Nepal, wo sie dem Brauch entsprechend ihr erstes Kind gebären wollte. 10 Monate zuvor hatte sie einen verheißungsvollen Traum gehabt. Ein weißer Elefant, der aus dem Götterhimmel Tusita herabgestiegen war, hatte sich durch ihre Seite eindringend in ihrem Körper niedergelassen. Jetzt rastete die Königin von der Reise erschöpft unter einem Baum und bewunderte die bezaubernde Schönheit der Landschaft. In diesem Be Moment begannen die Wehen. Und überrascht ergriff sie einen Ast des Baumes und schon war ihr Sohn geboren. Manchmal geht's gäppig, gell? Viele Wunder geschah nach Siddharthas Geburt und manches deutete auf ein außergewöhnliches Kind hin. Und zurück in Kapilavastu, im Palast ihres Mannes, des Königs Suddhodana, bestätigte dies auch Atisa, nein, Asita, der Hofastrologe. Ein mächtiger Herrscher würde der Prinz werden oder ein großer Heiliger.
Es war ein Problem für den König, weil der wollte nicht einen großen Heiligen, aber es ist eine andere Geschichte. 7 Tage vergingen nach seiner Geburt, als seine Mutter plötzlich starb. Königin Maya, die sehr kurz nach seiner Geburt starb. Seine Mutter hatte eine Schwester, Pachapati Gotami, die zweite von wahrscheinlich mehreren Frauen des Königs. Und so wurde Siddharthas Tante bald nach seiner Geburt zur Ziehmutter, die den Prinzen stillte, pflegte und großzog. Königin und König waren entzückt von dem liebenswürdigen Kind, das zu einem begabten, intelligenten und weisen jungen Mann heranwuchs. Als Prinz Siddhartha im Alter von 29 Jahren den Palast verließ, um als hausloser Bettelmönch die Rätsel des Daseins und die Ursachen des allgegenwärtigen Leidens zu erforschen, schien er für seine Eltern für immer verloren. Aber Jahre später, als er nach seinem vollständigen Erwachen, als der Buddha in den königlichen Palast zurückkehrte, war zurückgekehrt, um in einer Sippenaffäre zu vermitteln. Da gehörte Pachapati, eben die Ziehmutter, zu denen, die sich für seine Lehre brennend interessierten. Und es heißt, bereits bei dieser Begegnung habe sie die erste Stufe des Erwachens erreicht. Und das bedeutet bereits große innere Freiheit. Nach des Buddhas Erleuchtung waren viele Männer seines Volkes entschlossen, sich ebenso vom weltlichen Dasein abzukehren und unter seiner Führung Mönch zu werden. Selbst Rahula, der kleine Sohn des Buddhas, verließ den Palast im zarten Alter von 9, um sein Leben mit seinem erleuchteten Vater und den Mönchen zu teilen. Und nachdem auch der König Suddhodana, also der Vater des Buddha, gestorben war, empfand Pachapati ihr Leben im Palast als leer und als öde. All die wichtigen Dinge des königlichen Lebens, die Vergnügungen, die Sicherheiten hatten sich in Luft aufgelöst. Und Pachapati begann, die Vergänglichkeit und die Unzulänglichkeit des Daseins zu erkennen. Sie sah, dass Besitz, Status und Beziehungen niemals die Erfüllung geben können, nach der wir uns seit jeher zutiefst sehnen. Und ein Gefühl der Entsagung, der Abkehr entstand in ihr. Und wie viele Frauen ihres Gefolges entschied sie sich, vom königlichen Leben Abschied zu nehmen und für den Rest ihrer Tage in der Hauslosigkeit zu leben, das heißt Nonne zu werden. Doch das war damals völlig unvorstellbar. Frauen gehörten ins Haus. Als der Buddha Kapilavatthu ein zweites Mal besuchte, weil man ihn erneut gebeten hatte, einen Streit zwischen seinem Clan der Sakyas und den benachbarten Kolyas zu schlichten, bat ihn Pachapati, sie und die anderen Frauen in seinen Orden aufzunehmen. Der Buddha lehnte das strikt ab. Alle Tradition sprach dagegen, es konnte nur Probleme geben. Und wir müssen es uns vorstellen, in diesen Zeiten, dass Frauen draußen in Hainen und Urwäldern nächtigten, vielleicht nicht nur in diesen Zeiten, vielleicht heute, dass Frauen wie Mönche betteln gingen, war undenkbar. Und wenn beide Geschlechter in der gleichen Gemeinschaft zusammenleben würden, stand auch der Ruf der Sangha, der Gemeinschaft, auf dem Spiel. Und die Ordinierten waren vollständig vom Goodwill der Laien abhängig und damit von ihrem guten Ruf. Das ist in dieser Tradition auch heute noch so. Pachapati ließ sich davon nicht beeindrucken. Zusammen mit 500 Frauen, sind so Zahlen, das heißt viele, zusammen mit 500 Frauen machte sie sich auf den gefährlichen und schweren Fußmarsch zur Stadt Vesali. Sie wussten, dass der Buddha sich im Mahavana-Wald aufhielt. So fast 250 Kilometer durch fremde Provinzen und unwegsame Dschungel sollen die Frauen zurückgelegt haben. Unter ihnen zahlreiche komfortgewohnte Prinzessinnen und Hofdamen. Staubbedeckt, mit geschwollenen Füßen und mit Tränen in den Augen, das Kopfhaar abrasiert, standen sie nun in safrangelben Roben vor dem Eingangstor der Halle. Die
Desillusionierung vom Dasein und die Sehnsucht nach einem Weg, der zu tiefem Glück und zu tiefer Freiheit führt, gab ihnen die Kraft, all das durchzustehen. Dabei war ihnen klar, dass ein Leben als Bettelnonne wirklich große Entschlossenheit brauchen und besonders für Frauen adliger Herkunft auch sehr hart sein würde. Doch einen Vorgeschmack für ihre Entschlossenheit hatten die Frauen mit dem Verlassen ihrer behaglichen Heimstätten mit dem Marsch nach Vesali ja bereits gegeben. Es war Ananda, das Buddhas Diener und Cousin, der seine Tante Pachapati fand, sie vor dem Tore wartete. Verzweifelt schilderte sie ihm, dass der Meister ihre Bitte, einen Nonnenorden zu gründen, schon dreimal abgeschlagen hatte. Ananda war bewegt und gerührt und er versprach, ihr Anliegen dem Buddha noch einmal vorzutragen. Er tat dies, doch auch ihm wurde die Bitte dreimal abgeschlagen. Ananda gab nicht auf. In einem letzten Versuch appellierte er an das Mitgefühl des Meisters. Können Frauen ebenso wie Männer Befreiung erlangen? Der Buddha bejahte das absolut ohne Einschränkung. Ananda fragte nach, war Pachapati nicht des erhabenen Amme, seine Erzieherin, mitfühlend wie die eigene Mutter? Der Buddha bestätigte auch das. Und wäre es aus diesen Gründen nicht angebracht, dass auch sie das heilige Leben in Buddhas Orden führen könnte? Ist clever gewesen, der Ananda. Es heißt, der Buddha habe mit seinen übersinnlichen Kräften in diesem Moment erkannt, dass Pachapati vor Äonen das Gelübde abgelegt hatte, zur Begründerin der Nonnensangha zu werden und dass ihr Wunschgebet sich in seiner Zeit erfüllen sollte. An diesem Punkt musste der Buddha einlenken. Doch war seine Zustimmung mit einschneidenden Bedingungen verknüpft. In der Absicht, die ethischen Standards und den Ruf seiner Sangha zu bewahren, erließ er zusätzliche Regeln, die die Frauen gegenüber den Männern auf einen niedrigeren Status herabsetzten. Regeln, die aus heutiger, abendländischer, westlicher Sicht zum Teil sehr schwer nachvollziehbar sind, die im Kontext dieser Zeit und Kultur besser verständlich sind. Trotzdem war klar, dass Buddhas Entscheidung, Frauen in seinen Orden aufzunehmen, in der damaligen Kultur Folgen haben würde. Zum Beispiel war da die Frage der Sicherheit der Nonnen. Zu dieser Zeit waren die Männer für den Schutz der Frauen verantwortlich. Die Ordensmitglieder meditierten aber in einsamen Wäldern und wanderten auf oft langen, beschwerlichen Wegen von Ort zu Ort. Und man muss sich vorstellen, es war nicht eine Milliarde Inder in diesem Land, sondern vielleicht eine halbe Million. Also riesige, leere Landstriche mit kleinen Dörfchen. Wie sollte der Buddha den Schutz der Ordensfrauen gewährleisten? Wie konnte er garantieren, dass sie respektvoll behandelt würden in einer Gesellschaft, in der die Rechte der Frauen nicht hoch im Kurs standen? Und wie sollte er sicherstellen, dass die Mönche und Nonnen nicht in Versuchung gerieten, die Zölibatsgelübde zu brechen? Es war ein außerordentlich radikaler und gewagter Schritt, auf den sich alle Beteiligten einließen. Königin Pachapati und ihr Gefolge beschlossen, auch diese einschränkenden Regeln anzunehmen und waren damit in die Sangha aufgenommen. Pachapati wurde so zur Gründerin und führenden Figur der Nonnensangha. Sie wurde zu Maha Pachapati, was so viel bedeutet wie große Anführerin einer großen Gemeinde. Der Astrologe und Seher am Hof hatte in bemerkenswerter Voraussicht nach ihrer Geburt diesen Namen für sie bestimmt. Als Nonne wandte sie sich nun ausdauernd und unbeirrt der Vertiefung ihrer spirituellen Ziele zu. Nicht nur ihre bedingungslose Entschlossenheit und Hingabe, auch ihre Meditationspraxis war dabei außerordentlich. Maha Pachapati erreichte bald die vollständige Befreiung von allen täuschenden und allen quälenden Geistes- und Herzenszuständen.
Und zusätzlich meisterte sie auch eine Reihe von übersinnlichen Kräften, wie das sich unsichtbar machen und das sich in die Lüfte erheben. So wurde sie in der Gemeinschaft der Nonnen zur ersten in Rang und Erfahrung. Und auch viele der Frauen, die ihr gefolgt und in den Orden eingetreten waren, erreichten hohe Stufen des Erwachens. In Verehrung für den Buddha verfasste Pachapati diesen Vers. Erwachter, edelster unter den Wesen, Verehrung dir, der mich und viele andere vom Leiden befreite. Ich habe das Leiden durchschaut. Seine Ursache, die Begierde, ist erloschen. Der edle achtfache Pfad ist entfaltet. Nirvana habe ich verwirklicht. Als Mutter, als Sohn, als Vater, als Bruder, als Großmutter, ohne echte Erkenntnis, wanderte ich durch den Kreislauf des Leidens, durch Samsara. Die Reise von Geburt zu Geburt durch den Kreislauf des Leidens ist nun beendet. Mahapachapati war ein Vorbild für die Nonnen und ganz besonders für die Frauen aus ihrer Heimat Sakya, die ihr in die Hauslosigkeit gefolgt waren. Pachapati unterstützte und ermutigte sie, sich in das einsame und asketische Leben einer Ordensfrau einzuleben. Und auch die Novizinnen betreute sie geduldig und einfühlsam. Im hohen Alter von 120 fühlte Mahapachapati ihr Ende nahen und bat den Buddha, sie zu besuchen. Ein letztes Mal erwies sie ihm Ehre. Erhabener, ich zog deinen physischen Körper auf, du aber zogst meinen spirituellen Körper auf. Ich nährte dich mit der Milch meiner Brust, du aber nährtest mich mit der Milch des Dhamma. Selten ist die Gelegenheit, einen Buddha zu sehen, um Leiden und Samsara aufzulösen. Ehre erweise ich dir. Die Nachricht von ihrem nahen Tode verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Mönche und Nonnen eilten herbei, um ihr Respekt zu erweisen. Sariputta, Moggallana, Nanda, Rahula, Ananda, Kema, Upalavanna und viele andere versammelten sich in Vesali. Ananda, der die vollständige Befreiung noch nicht erlangt hatte, dass der den Buddha dazu gebracht hatte, sie aufzunehmen in den Orden. Ananda begann zu weinen und Mahapachapati tröstete ihn und sie erinnerte ihn daran, wie sehr er ihr damals geholfen hatte, als er beim Buddha dafür eintrat, den Nonnenorden zu gründen. Und dann riet sie ihm nicht zu weinen, da es nicht passend sei, wenn der Mönch mit dem unvergleichlichen Erinnerungsvermögen, und dafür war Ananda bekannt, wenn der weinen würde. Ananda hatte die Fähigkeit, alles zu erinnern, was der Buddha gesagt hatte, von der Zeit an, als er sein Diener wurde. Und wenn ihr je Lehrreden lest, beginnen die oft mit dem Satz, so habe ich's gehört. Das ist die Stimme von Ananda, der in einem Konzil nach des Buddhas Tod all diese Lehrreden wiedergab, so wie er sich erinnerte, so habe ich's gehört. Trotz der vielen Aussagen des Buddha, dass Frauen in der Lage seien, die gleichen Fähigkeiten zu entwickeln wie Männer, waren manche nicht willens, die in ihrer Kultur verwurzelten Ansichten zu ändern. Deshalb bat der Buddha Mahapachapati, das sonst ganz Unübliche zu tun, nämlich ihre Kräfte zu demonstrieren, um diese Vorurteile zu zerstreuen. Ich habe ihren gebeten, ob sie das gleich vormachen. Darauf erhob sich Mahapachapati in die Luft und ließ sich wieder auf den Boden sinken und erwies dem Buddha Verehrung. Dreimal tat sie dies, worauf sie sich vor der versammelten Gemeinde unsichtbar machte und wieder erschien. Schließlich zog sie sich in ihre Hütte zurück. Sie setzte sich nieder, vertiefte sich in die meditativen Versenkungszustände und ging ins Parinirvana ein.
ihre sterblichen Überreste wurden von den Lichavi-Fürsten in einer Prozession durch die Stadt getragen. Viele tausend Menschen begleiteten. Der Buddha, der dem Zug sonst immer voranschritt, ging diesmal hinter dem Wagen mit Pachapatis Leichnam. Das war seine Ehrerbietung für die Frau, die ihn wie eine Mutter aufgezogen hatte und seinem Pfad vollständig und bis zum Ende gefolgt war. Zahllose Mönche, Nonnen und Laien folgten der Prozession zum Verbrennungsplatz am Rande der Stadt. Feierlich entzündeten die Lichavis den Scheiterhaufen, auf dem Pachapatis tote Hülle ruhte. Nachdem das Feuer erloschen war, sammelte Ananda die Reliquien, übergab sie erst dem Buddha und dann den Fürsten, die sie in angemessener Weise verteilten. Viele Wunder sollen im Augenblick ihres Todes, als ihr Leichnam verbrannt wurde, geschehen sein. Später hieß es, nur die Erscheinungen bei Buddhas Hinscheiden seien, sein Parinirvana seien eindrucksvoller gewesen. Ein Hinweis darauf, wie hoch das Ansehen von Mahapachapati in der Sangha war. So endete das Leben der Gründerin der Frauensangha, dieser großen, weisen und heiligen Frau. Die nächste Geschichte ist die von Kema, auch eine Königin, aber ein völlig anderes Leben. Kema, die Ruhevolle, so ihr Name, galt als Verkörperung von Gelassenheit und Weisheit. Doch Kema war auch außergewöhnlich schön. Wie Gold schimmerte ihre Haut und ihre Augen waren von der Farbe der Morgendämmerung, heißt es. Dabei war sich Kema ihrer Wohlgestalt ganz und gar bewusst und im Grunde war sie in ihre eigene Schönheit verliebt. Alles, was geschmackvoll, was elegant und was anziehend war, bewunderte und begehrte sie. Kema war eine der Königinnen und die dritte Frau von Bimbisara, dem König von Magadha in der Hauptstadt Rajgaha. Kemas königlicher Gatte galt als einer der einflussreichsten Anhänger, Mäzene und Schirmherren des Buddha. Es begab sich nun, dass der Buddha und seine Gemeinschaft im Veluvana-Hain weilten, ein Park, den ihm der König als Aufenthaltsort zur Verfügung gestellt hatte. Kema war zu Ohren gekommen, dass der Buddha nicht allzu viel von Schönheit hielt. Ja, dass er sogar vor den Gefahren des Anhaftens an die Sinnesfreuden warnte. Kema war dies sehr suspekt, weshalb sie es vorzog, einen großen Bogen um den Buddha und seine Belehrung zu machen. Der König nun hätte es gerne gesehen, wenn Kema den erhabenen Lehren des Meisters gelauscht hätte. Und deshalb heckte er einen Plan aus. Er beauftragte die Hofkünstler, die Schönheit des Veluvana-Hains in einem Lied zu preisen und das Lied an einem Ort zu singen, wo die Königin es zufällig hören würde. Diese war vom Wohlklang der Musik und von der verführerischen Schilderung des Parks überaus angetan und verzaubert von der Aussicht, diesen schönen Ort genießen zu können, beschloss sie hinzugehen und machte sich geschmückt in königlicher Pracht auf den Weg zu dem Ort, an dem der Buddha und seine Sangha weilten. Als die Königin im Haine wandelte, fand sie sich unvermittelt in der Nähe des Buddha wieder, der gerade dabei war, seinen Anhängern die befreienden Lehren darzulegen. Und obwohl sie sich sträubte, begannen seine edle Erscheinung, seine berührende Stimme und seine tiefen Worte, sie in den Bann zu ziehen. Und während sie sich dem Buddha so widerstrebend zuwandte, ließ dieser die Erscheinung einer jungen Frau entstehen, so wunderschön, dass Kemas gutes Aussehen dagegen verblasste. Kema war beeindruckt und auch etwas neidisch, als sie bei genauem Hinsehen feststellte, dass sich die Erscheinung sich zu einer reifen Frau mittleren Alters gewandelt hatte. Schockiert und gebannt wurde sie Zeugin, wie die Schöne langsam zu einer alten Frau wurde, deren Haare graute und fahl wurde, die ihre Zähne verlor und schließlich mit runzliger Haut zu Boden sank, wo sie verschied
und zu einem Haufen Knochen zerfiel. Buddhas magische Darbietung traf Kema wie ein Donnerschlag. Und was sie bewirkte, war radikal. Als erstes erkannte Kema, dass ihre Schönheit nicht einzigartig war und sie konnte ihren Dünkel durchschauen. Dann begriff sie, dass auch sie in dieser Art altern und verfallen würde. Vor allem aber bewirkten Buddhas Worte, dass sie ihr Anhaften zutiefst loslassen konnte und dadurch auf der Stelle die erste Stufe der Erleuchtung erreichte. So, loslassen des Anhaftens. Ihre Worte: Jene, die sich der Begierde hingeben, fallen zurück in den selbstgeschaffenen Strom des Verlangens, gerade so wie eine Spinne, die ins Netz fällt, das sie selbst gesponnen hat. Die Weisen durchtrennen die Fesseln der Begierde, schreiten entschlossen voran und lassen alles Leiden hinter sich. So ihre Worte. In tiefster Weise hatte Kema erkannt, dass die Schönheit ihres Körpers und ihr ganzes Sein dem Prozess der Vergänglichkeit unterworfen war. Eine Erkenntnis, durch die ihr eine unmittelbare Erfahrung der Befreiung zuteil wurde. Ihr Dünkel und das Anhaften an ihrem guten Aussehen waren die Ursachen, die sie von der inneren Freiheit getrennt hatten. Der Buddha wusste, was es brauchte, um diese Mauer zu durchbrechen. In schneller Folge durchlief sie nun auch die weiteren Stufen der Erleuchtung und erlangte die vollständige Befreiung, das vollständige Erwachen. Eine derart schnelle Verwirklichung aller Erleuchtungsstufen sollen Menschen, die nicht als Nonne oder Mönch ordiniert sind, nur sehr selten erreichen und wahrscheinlich auch die, die ordiniert sind, nur sehr selten. Es heißt, Kema habe den Fingerzeig des Erhabenen so schnell verstanden, weil sie bereits in anderen Leben hohe Verwirklichungen erreicht hatte und zur Zeit eines früheren Buddhas das Gelübde abgelegt hatte, dass sie unter Gautama Buddha tiefe Weisheit erlangen wolle. Auch der Buddha selbst hatte in einem seiner frühen Leben das Gelöbnis abgelegt, er wolle zum Wohle vieler selbst ein Buddha werden. Das sogenannte Bodhisattva-Gelübde hat mit der altruistischen Motivation zu tun, und die wir uns jeweils am Morgen und jeweils am Abend wieder bemühen. Und tatsächlich kann das auch für uns ein sehr machtvoller Teil der Praxis sein, solchen Visionen in Form von Wunschgebeten Ausdruck zu verleihen. Solche Wunschgebete können unseren spirituellen Werdegang und unser Leben tief beeinflussen, auch in diesem einen Leben, ohne dass wir an viele Leben glauben müssen. Mit Zustimmung ihres königlichen Gatten trat Kema dem Nonnenorden bei und wurde bekannt für die Tiefe ihrer Erkenntnis und vor allem auch für die Klarheit ihres Ausdrucks. Schon bald hatte sie den Ruf, die Weiseste unter den weisen Nonnen zu sein. Sie hatte außerordentliche Fähigkeiten, die höheren Lehren darzulegen. Die Klarheit ihrer Erläuterung zu tiefgründigen Themen hinterließ auch bei König Passenadi von Kosala tiefen Eindruck. Der König hatte schon lange vergeblich nach einem Weisen gesucht, um diesem seine Fragen zu stellen, die ihn umtrieben. Entsprechend der damaligen Gepflogenheiten wollte er sich dafür eigentlich an einen Mann wenden. Nachdem ihm aber die ehrwürdige Kema mehrmals empfohlen worden war, entschloss er sich, diese aufzusuchen, geradezu revolutionär für einen König in der damaligen Zeit. Seine Frage war: Existiert ein Buddha nach seinem Hinscheiden weiter? Und falls ja, in welcher Weise? Geschickt und mit passenden Beispielen erklärte ihm Kema, warum auf seine Frage keine aller möglichen Antworten zutreffen könne. Und sie tat dies in einer Weise, die den König völlig zufrieden stellte. Später wandte sich der König mit derselben Frage an den Buddha selbst, also doch noch etwas misstrauisch. Nachdem er die Antwort vernommen hatte, erklärte der König, dass die ehrwürdige Kema diese Frage so klar und so verständlich beantwortet hatte wie der Meister selbst. Eines anderen Tages erschien Sakka, der große Herrscher der strahlenden Götter, der Devas, um dem Buddha Ehre zu erweisen. Muss man sich vorstellen, ein Wesen mit unermesslichem Licht ausstrahlen,
wo man kaum hinsehen kann. Zur gleichen Zeit wünschte auch die ehrwürdige Kema, den Erwachten zu besuchen. Da sich der Buddha weit entfernt aufhielt, beschloss sie, ihre in der Praxis erworbenen Kräfte des Fliegens zu nutzen. Als sie aber an Buddhas Aufenthaltsort anlangte und bemerkte, dass der große Gott Sakka beim Buddha weilte, entschied sie aus Höflichkeit, sich wieder zu entfernen. Aber Sakka war von dem ungewöhnlichen Auftritt sehr überrascht. Und erkundigte sich interessiert, wer diese außergewöhnliche Nonne sei. Und der Buddha antwortete mit Worten größter Wertschätzung. Sie ist eine meiner besten Schülerinnen, bekannt als Teri Kema. Unter den Bhikkhunis ist sie unvergleichlich in Weisheit. Und er fuhr fort, jene, die mit tiefer Weisheit und großem Wissen ausgestattet sind, die den rechten Weg vom falschen unterscheiden können und das Ziel verwirklicht haben, sie nenne ich wahrlich edle. Teri Kema diente dem Buddha mit ihrem scharfsinnigen Geist, mit Weisheit und analytischem Geschick, während sie seiner großen Gemeinschaft der Ordensfrauen Dhamma-Belehrungen gab, die Nonnen schulte und ihnen ein Vorbild war. Und auch die Laien, das gewöhnliche Volk aus den Dörfern und Städten, lehrte sie den Dhamma mit tiefem Verständnis und mit grenzenlosem Mitgefühl. Kema hatte die Vergänglichkeit alles Schönen und Angenehmes zutiefst erkannt. Sie hatte verstanden, dass Sinnesbegierde letztlich zu Verwicklungen und Leiden führen muss und dass tiefe Entsagung und Wunschlosigkeit die Qualitäten sind, die unvergänglichen Frieden ermöglichen. Eine Frau, der alle Genüsse der Welt zur Verfügung stehen, die zu den schönsten Frauen des Landes zählt, verkündet hier, das Ende allen Leidens ist das Erlöschen allen Verlangens. Das höchste Glück, das Todlose, sagt Kema, findet sich im Loslassen, im Ende allen Ergreifens, allen Festhaltens. Ihre Kompromisslosigkeit und Klarheit mag schockieren, und ich habe einen ihren bekannten Verse ausgelassen hier in der Geschichte, weil es so außerordentlich radikal ist. Unbeirrt war sie diesen Weg bis zum Ende gegangen und hatte den vollständigen, vollkommenen Frieden verwirklicht. Und in Klarheit hatte sie diesen Weg ihren Schülerinnen dargelegt. Die ehrwürdige Kema ist ein Beispiel dafür, dass es auch inmitten des Verhaftetseins an Weltlichem möglich ist, tiefe Erkenntnis zu haben und das Leben von Grund auf zu enden. Noch viel zu Kema. Relativ wenig wirkliche Fakten über die, sind nicht wirkliche Biografien, sind Verse, die wir überliefert erhalten haben, und relativ wenig Geschichten oder Biografien, wie man sich das heute vorstellen würde. Soll ich lassen, oder soll ich noch eine? Upalavanna? Okay, Upalavanna. Völlig andere Geschichte. Upalavannas Lebensweg zeugt davon, dass es auch unter schwierigsten Lebensumständen möglich ist, tiefe Weisheit und völlige Befreiung zu erlangen. Upalavanna war die Tochter eines reichen Händlers. Ihre Hautfarbe glich der einer dunkelblauen Lotusblume. Ihre Eltern nannten sie deshalb Upalavanna, der Name einer Lotusblume, die mit dem blauen Lotusteint. Als Upalavanna erwachsen war, wurde sie standesgemäß mit einem Mann aus gutem Hause verheiratet. Wie es bis heute in Indien Brauch ist, zog sie in das Haus ihrer Schwiegereltern in Savatthi, die Hauptstadt des Landes Kosala. Obwohl sie weit weg von zu Hause lebte, war sie bei ihrem Mann recht glücklich. Der begab sich eines Tages auf eine Geschäftsreise nach Rajgaha in Magadha. In dem Moment, als die beiden sich trennten, wussten sie beide noch nicht, dass Upalavanna schwanger war. Doch als ihre Schwiegermutter die Schwangerschaft bemerkte, beschuldigte sie die Schwiegertochter des Ehebruchs und jagte sie aus dem Haus. Upalavanna hatte nichts Unrechtes getan, und so beschloss sie, nach Rajgaha zu reisen und dort ihren Mann zu finden. Es ist weit.
Die Reise dorthin war lang und mühsam. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt wanderte sie und erhielt Unterkunft bei Menschen, die Mitleid hatten mit der fremden, schwangeren Frau. Schließlich setzten die Wehen ein und Upalavanna suchte Schutz in einer verlassenen Hütte, wo sie einen Sohn gebar. Sie ruhte sich aus, stillte das Neugeborene und wickelte sie in ein Tuch. Dann lief sie zum nahen Fluss, um sich zu waschen. Ein Mann, der an der Hütte vorbeikam, hörte das Wimmern des Babys, glaubte, ein ausgesetztes Kind gefunden zu haben und nahm es an sich. Als Upalavanna zur Hütte zurückkam, war sie außer sich vor Schreck. Bestürzt suchte sie ihr Kind, konnte es aber nirgendwo finden. Sie war verzweifelt und wusste, dass es nun auch nicht mehr möglich war, zu ihrem Mann zurückzukehren. Der erstgeborene Sohn ist der Stammhalter der Familie und es war nicht auszudenken, was ihr Gatte getan hätte, hätte sie ihm von der Geburt und vom Verlust seines Sohnes berichtet. So beschloss sie, zu ihren Eltern zurückzugehen, auch wenn dies an ihrer Situation wenig änderte und zudem die Ehre der Familie beschädigen würde. Auf ihrem gefährlichen Weg durch den Dschungel lauerte ihr ein Räuber auf, der sich im Dickicht versteckt gehalten hatte. Angezogen von ihrer Wohlgestalt entschied er kurzerhand, sie zur Frau zu nehmen. Und der verzweifelten Upalavanna blieb keine andere Wahl, als einzuwilligen. Nach einiger Zeit brachte Upalavanna ein Mädchen zur Welt. Doch die Beziehung mit dem unfreiwilligen Gatten stellte sich als sehr schwierig heraus. Oft war er grob, gewalttätig und ständig erinnerte sie an die Situation, aus der er sie gerettet hatte und in seiner Großmut zur Frau genommen hatte. Wieder einmal hatten sie einen heftigen Streit, der damit endete, dass er wütend weglief. Upalavanna war so aufgebracht, dass sie ihr Töchterchen unachtsam auf ihr Bett warf. Dabei rutschte es zu Boden und verletzte sich. Blut schoss aus einer Wunde am Kopf und Upalavanna dachte, die bewusstlose Tochter sei tot. Es war klar, dass ihr Mann nicht glauben würde, dass es sich hier um einen Unfall handelte, und so machte sie sich aus Angst vor seiner Gewalttätigkeit auf und davon. Upalavanna überlebte, indem sie niedere Arbeiten verrichtete und sich damit irgendwie durchs Leben schlug. Ihre Schönheit und ihr früherer Reichtum waren nicht mehr als leere Erinnerung. Sie war eine gescheiterte Frau, die es weder wagen konnte, zu ihren Eltern noch zu ihrem Mann zurückzukehren. So lebte sie viele Jahre in großer Armut. Eines Tages, als sie Feuerholz sammelte, begegnete sie einem jüngeren Mann, der sich sehr zu ihr hingezogen fühlte. Er wollte sie zur Frau nehmen und Upalavanna, die von ihrem Leben in Armut genug hatte, willigte ein. Zunächst verstanden sich die beiden und lebten ein recht glückliches Leben. Als er einmal aber von einer Reise zurückkehrte, brachte er eine zweite Frau mit. Eine schöne Frau in der Blüte ihrer Jugend. Upalavanna akzeptierte die Zweitfrau nur widerwillig, auch wenn es nicht unüblich war, dass ein Mann zwei Frauen hatte. So mussten die beiden irgendwie miteinander auskommen. Eines Tages kämmte die Ältere der Jungen die Haare und entdeckte dabei eine Narbe an ihrem Kopf. Die junge Frau erzählte, sie wäre die Tochter eines Räubers und sei verletzt worden, als ihre Mutter mit ihrem Vater Streit gehabt hatte. Upalavanna war fassungslos. Dies war ihre Tochter, die sie vor vielen Jahren verlassen hatte, weil sie sie tot geglaubt hatte. Das bedeutete, dass sie mit ihrer Tochter denselben Mann teilte. Diese Entdeckung erschütterte sie derart, dass sie nicht mehr fähig war, diese erniedrigende Erfahrung zu ertragen. Schließlich hörte sie vom Buddha, dem Erwachten, und suchte den Ort auf, wo er sich aufhielt, um Trost und Rat zu finden. Und dort beschloss sie, ihre Familie zu verlassen und in den Nonnenorden des Buddha einzutreten. Anders als Kema, die inmitten glücklicher Lebensumstände die Vergänglichkeit aller Dinge erkannt hatte, erfuhr Upalavanna die Leiden des Daseins an Leib und Leben, Dukkha. Und doch beide begriffen sie, dass echtes Glück und unerschütterlicher Friede nicht im Außen, sondern nur in der inneren Befreiung von Herz und Geist zu finden sind.
Upalavana lebte und praktizierte nun als Nonne. Aber sogar in ihrem Leben als Asketin hatte sie schwierige Situationen zu meistern. Wie es damals Brauch war, verbrachten Nonnen wie Mönche ihre Zeit in den Wäldern mit Meditation. Eines Tages kehrte die Ehrwürdige von ihrem alltäglichen Almosengang in ihre Hütte im Dschungel von Andavana zurück. Kaum hatte sie sich aufs Lager gelegt, um sich auszuruhen, warf sich ein Mann, der sich unter ihrem Bett versteckt hatte, auf sie. Trotz ihrer Bitten und Proteste vergewaltigte er sie und machte sich davon. Upalavana war inzwischen zwar in der Praxis geübt und fähig, ihr inneres Gleichgewicht zu bewahren, aber sie musste die Nonnen über die Schandtat informieren, die ihrerseits dem Buddha davon berichteten. Und damit hatten sich seine schlimmsten Befürchtungen erfüllt. Upalavana, eine seiner zwei Hauptschülerinnen, war missbraucht worden. Deshalb bat der König Pasenadi, für die Nonnen eine Bleibe in der Stadt zu errichten, und erließ die Regel, wonach Nonnen nicht mehr als Einsiedlerinnen leben, noch alleine reisen durften. Ist auch immer noch so zum großen Teil in der Tradition. Es kam dann auch die Frage auf bei diesem Anlass, ob auch vollständig Erwachte ihre Leidenschaften befriedigen müssten. Und der Buddha machte klar, dass in vollständig Erwachten jedes Verlangen zu Männern oder Frauen gestillt sei. Er gab eine Beschreibung der Erleuchtungsstufe eines vollständig Erwachten. Eine Beschreibung, die diese Stufe der Verwirklichung klar definierte. Wer wie Wasser auf einem Lotusblatt, Wasser auf Lotusblättern, macht die Blätter nicht nass, die Tropfen bleiben auf dem Blatt, und wenn das Blatt neigt, rinnt der Tropfen ab, ohne das Blatt wirklich zu netzen. Wer wie Wasser auf einem Lotusblatt oder wie ein Senfkorn auf der Nadelspitze an keinerlei Sinnesfreuden haftet, diesen nenne ich befreit. Durch die Erfahrung ihres leidvollen Lebens angespornt und mit den Vorteilen eines Lebens als Nonne ausgestattet, praktizierte Upalavana eifrig und konsequent und verwirklichte bald ihre Ziele. Eines Tages begab es sich, dass sie an der Reihe war, den Versammlungsraum der Nonnen zu reinigen. Indem sie die Lampe entzündet und den Boden gekehrt hatte, zog die Flamme der Öllampe ihre Aufmerksamkeit auf sich. Upalavana richtete ihre Aufmerksamkeit auf das Feuerelement, tauchte in einen Zustand tiefer Meditation ein und erreichte in diesem Moment die tiefste Befreiung. Auch die Momente, in denen wir Boden reinigen oder Gemüse schnippeln oder die Kerze hier anzünden. Wichtige Momente. Upalavana fühlte sich nicht nur befreit von den Gefühlen der Erniedrigung, der Enttäuschung, der Trauer und Einsamkeit, die sie in ihrem Leben mehr als genug erfahren musste. Sie verwirklichte die vollständige Befreiung von allen leidvollen Emotionen und Geisteszuständen überhaupt. Sie erlebte eine vollständige Öffnung des Herzens zu Offenheit, zu Mitgefühl und zu Weisheit. Was immer ihr in diesem Leben noch zustoßen mochte, nichts würde die Tiefen ihres inneren Friedens jemals wieder erschüttern können. Nun war sie wirklich frei. Da Upalavana auch alle Kräfte verwirklicht hatte, erklärte sie der Buddha unter den Nonnen zur ersten in den übersinnlichen Kräften. Kema war die erste in der Weisheit und der Fähigkeit, die Lehren darzulegen. In einem Vers verkündete sie: In die sechs Bereiche des heiligen Wissens bin ich nun eingetreten. Ich erinnere mich an frühere Leben, das himmlische Auge ist klar geworden, mein Hören ist rein, ich kann den Geist anderer lesen, ich habe starke übersinnliche Kräfte und alle Leidenschaften des Geistes sind vernichtet. Die Lehre des Buddhas ist verwirklicht. So wurde sie neben der ehrwürdigen Kema Buddhas zweite Hauptschülerin. Sie war auch eine der wenigen Frauen in dieser Zeit, die ermächtigt worden waren, andere Frauen als Nonnen zu ordinieren. Und zusammen mit Kema half sie dem Buddha,
bei den Belehrungen und der Betreuung seiner wachsenden Gemeinde der Nonnen. Und man muss sich vorstellen, wenn man Kräfte hätte, dann könnte man jedem von euch ganz genau sagen, welche Praxis die wirkungsvollste, beste, passendste ist. Und müsste nicht allen das Gleiche sagt etwas über unsere Kräfte aus. Sieht ihr unter der zu dieser Zeit recht üblichen ungerechten Behandlung von Frauen so sehr gelitten hatte, half nun anderen, sich von diesem Leid zu befreien. Ihre eigenen leidvollen Erfahrungen als Frau machten es ihr leicht, andere, die Ähnliches durchzustehen hatten, mitfühlen zu verstehen. Ich habe noch eine ganz völlig andere mitgebracht, aber vielleicht ein anderes Mal, ist schon 8:10 Uhr, ist schon 8:10 Uhr. Mögt ihr noch? Ja. 10 Minuten. Letzte Geschichte, da muss man weniger lang gehen, Meditation machen. Völlig andere Zeit. 1200, 1300 Jahre später, völlig andere Kultur. Tibet, aus dieser Zeit, Buddhismus, die Lehren des Buddha waren gerade in Tibet angekommen. Eine außergewöhnliche Frau, die in den tibetischen Überlieferungslinien einen wichtigen Platz einnimmt, ist Yeshe Zogyel. Sie blickte als Tochter von Belgi Wangchuk, des Herrschers des tibetischen Fürstentums Karchen. Ich war vor 2 Jahren dort und die Fürstentümer, die habe ich mir vorher immer anders vorgestellt. Es ist wahnsinnig viel leere Weite. Also sie sind zwar groß, aber es ist nicht viel dort. Ja, 700 Jahre nach Buddha. Nein? 1100 Jahre nach Buddha. Später. Ihre Geburt war natürlich von ungewöhnlichen Naturerscheinungen und wundersamen Zeichen begleitet. Also anders als im Fall von Upalavana zum Beispiel, war sie bereits ein besonders aufgewecktes und besonders intelligentes Kind. Aber ihr Leben war schwer. Als sie noch jung war, wurde sie von einem Mann vergewaltigt und mit einem zweiten ihrer Verehrer gab es Streit. Als Chisong Dezen, der König von Tibet, von ihrer bezaubernden Schönheit und ihren vortrefflichen Tugenden hörte, schickte er einen Minister zu ihrem Elternhaus mit dem dringlichen Ersuchen, sie möge sich bald zum Königspalast begeben. Weil sie sich aber unter keinen Umständen in weltliche Affären einlassen wollte, flüchtete sie in eine verlassene Höhle in den einsamen Bergen. Es heißt, dort habe sie all ihren wertvollen Schmuck zu Staub zertrümmert, diesen als Opfergabe in alle Himmelsrichtungen zerstreut und zu den Buddhas und Bodhisattvas gebetet, von diesem unerwünschten Hemmnis auf dem Weg zur Erleuchtung verschont zu bleiben. Ein König. Schließlich wurde sie aber von Hirten entdeckt und erkannt und gegen all ihre Widerstände an den Königshof gebracht. Im Alter von 16 wurde sie eine der Frauen des tibetischen Königs Tsisong Dezen. In einer Anrufung an ihren späteren Meister beklagte sie ihre Situation als Frau. Ich bin eine Frau, ich habe wenig Kraft, mich gegen Gefahren zu wehren. Als Frau werde ich von allen angegriffen. Wenn ich als Bettlerin gehe, greifen mich die Hunde an. Wenn ich Reichtum und Speise besitze, attackieren mich die Banditen. Wenn ich hübsch aussehe, greifen mich die Lüstlinge an. Wenn ich viel unternehme, greifen mich die Nachbarn an. Wenn ich nichts tue, greift mich der Klatsch an. Wenn irgendetwas schief läuft, greifen sie mich alle an. Was immer ich auch tue, ich habe keine Aussicht auf Glück. Weil ich eine Frau bin, ist es schwer, dem Dharma zu folgen. Es ist schwierig, überhaupt am Leben zu bleiben. Ziemlich verzweifelt. Ihr schweres Los sollte sich erst ändern, nachdem sie ihren Meister gefunden hatte und in einer wirksamen Praxis etabliert war. Weil König Tsisong Dezen den Buddhismus in Tibet fest etablieren wollte, und dafür ist er sehr bekannt und verehrt, das ist der gleiche König, den sie heiraten musste,
hatte den gelehrten Mönch und Abt Chantarakshita und den tantrischen Meister Padmasambhava aus dem fernen Indien eingeladen. Und das erste buddhistische Kloster, Samye, im fruchtbaren Tal des Yarlung Tsangpo Flusses wurde um 775 gegründet. Steht immer noch dort, ist sehr eindrücklich. Der König ließ den ganzen Kangyur, das heißt sämtliche buddhistischen Lehrreden, und den Tengyur, alle dazu gehörenden Kommentare, übersetzen in Tibetisch, und dazu musste auch noch eine Schrift erfunden werden, die passte. Und er selber, sowie auch Yeshe Zogyel, wurden zu Padmasambhavas persönlichen Schülerin. Yeshe Zogyel wurde schließlich Guru Rinpoche, das ist der gebräuchliche Name für Padmasambhava, Guru Rinpoches Hauptschülerin und tantrische Gefährtin, also keine Nonne. Und erhielt Unterrichtung in den buddhistischen Lehren von Sutra und von Tantra. Erst zu dieser Zeit begann sie in ihrem Leben auch Glück zu finden. Ihre spirituelle Praxis war tief und sie machte schnelle Fortschritte. Sie war mit einem außerordentlichen Gedächtnis begabt und entwickelte bald die außerordentliche Fähigkeit des fotografischen Erinnerungsvermögens. So war es ihr möglich, zahllose Dharma-Texte auswendig zu lernen. Mein Lehrer Geshe-Rapten, das der ganz links, hatte die Fähigkeit für fotografisches Erinnerungsvermögen auch entwickelt. Er hat zum Beispiel Lamrim Chemmo, das sind 1500 große Folios, doppelseitig hat er auswendig, ganze Bodhicharya-Avatara, Malachupa. Und manchmal, wenn er etwas suchte, hat es zitiert. Bhante Gunaratana, der vor 2-3 Jahren hier einen Retreat gab, hatte am Ende seiner Jugend, in den frühen 20er Jahren, praktisch den ganzen Pali-Kanon auswendig gelernt und konnte in jeder Zeit rezitieren. Und er hat erzählt, dass er mit, glaube ich, 23 hatte er in jugendlichem Übermut mit einem Kollegen zusammen, blieben sie 7 Tage und Nächte auf, um ein bestimmtes Ritual, wo man all diese Texte rezitieren muss, zu rezitieren. Also er hat sich überschätzt und hatte einen ziemlich schweren Kollaps. Und er sagt, ein großer Teil der erinnerten Texte sei verloren gegangen. Aber wenn er Vorträge hier hielt, hat er manchmal ein Drittel davon in Pali zitiert und sich dann erinnert, dass es ja für uns noch vielleicht auch noch in Englisch sagen müsste. Also selbst wenn er nicht mehr den größten Teil verloren hatte, wusste er noch endlose Mengen von Texten auswendig. Das ist eine Fähigkeit, die wir einfach nicht mehr entwickeln, die schon in der Schule kaum mehr entwickelt wird, die man außerordentlich weit entwickeln kann. Yeshe Zogyel hatte diese Fähigkeit. Und so wäre es ihr möglich, zahllose Dharma-Texte auswendig zu lernen und auswendig zu kennen. Nun begann sie in Höhlen zu meditieren. Manche in den hohen Bergen, andere bekannt für ihre Unwirklichkeit, wie jene nahe von Rikung Tedrom, die erschreckend dunkel und nasskalt gewesen sein soll. Um weitere Belehrungen zu erhalten und geeignete Orte der Praxis zu besuchen, zog sie schließlich im Jahre 1795 nach Nepal, über die hohen Berge. Dort begegnete sie ihrem zukünftigen Gefährten und tantrischen Konsorten Acharasale. Die beiden, Yogi und Yogini, verbrachten Jahre in abgelegenen Eremitenhöhlen, wo sie sich der intensiven Praxis widmeten, nachdem sie alle nötigen tantrischen Belehrungen von Padmasambhava erhalten hatte. Während einer Zeit praktizierte Yeshe Zogyel in der winterlichen Nering-Senge-Höhle, während sich Acara, ihr Gefährte, der als Nepali das eisige Klima schwer zu ertragen fand, in wärmere Gefilde begeben musste. War er nicht gewachsen. Das heißt, es war hier, dass Yeshe Zogyel in tiefer Meditation ihren mächtigsten inneren Dämonen begegnete, ihnen entgegentrat und sie schließlich entwaffnete und befriedete. Ähnlich wie es der Buddha 1200 Jahre früher unter dem Baum von Uruvela, Bodh Gaya, vorgelebt hatte.
Es war in dieser Höhle, dass sie schließlich unumstößliche innere Freiheit errang. Wieder zusammen mit Azarasale führte sie aber ihre intensive Praxis in der einsamen Höhle von Parotaksang hoch in den Felsen der Berge Bhutans fort. Es war ihr letztes Retreat, in dem sie an ihrer persönlichen Verwirklichung arbeitete. Von da an reiste sie während Jahren, schließlich ohne die Unterstützung ihres Lehrers Guru Padmasambhava, in Tibet umher, lehrte, segnete Menschen und Orte, gewann viele Anhänger, Menschen, die nach Belehrung und Unterstützung in ihrer Praxis strebten. Das heißt, dass in der Zeit, während der sie in Chomonang weilte, sich 1001 Nonne einfanden, dass 100 davon bedeutende Lehrerinnen wurden und dass 500 davon bemerkenswerte Kräfte entwickelten und dass 7 Yeshe Zogyel ebenbürtig wurden. Als sie in Upalung weilte, verbreitete sich ihr Ansehen in der ganzen Provinz und 1300 weibliche und 1000 männliche Praktizierende ließen sich in ihrer Nähe nieder. Und allen gelang es, sich aus Samsara, dem Kreislauf des Leidens, zu befreien. Sie beschrieb ihr vortreffliches Wirken mit den Worten: Die Menschen, die unter dem Gesetze litten, führte ich in ein Land der Harmonie, Freundschaft und Liebe und etablierte sie im Glück. Die Menschen, die Wesen, die am Sterben waren, führte ich ins Todlose und etablierte sie im Glück. Die Lebewesen, die gerade gestorben waren, führte ich auf die Pfade der Wandlung und etablierte sie im Glück. Die Menschen, geboren in wilden Landen mit verdrehten Ansichten, brachte ich weg vom falschen Weg und etablierte sie im Glück. Menschen, die an Zwietracht litten, rettete ich daraus und etablierte sie im Glück. Für weitere 20 Jahre kam und ging ich in dieser Welt. Das ist eine andere Yeshe Zogyel als die in ihren Jugendjahren. Wichtig für Tibet war auch ihre Rolle als Meisterin, welche geheime Lehren, sogenannte Therma, versteckte, um sie kommenden Generationen große Praktizierende zugänglich zu machen, werden heute noch immer wieder gefunden, verborgene Schätze. Sie stellte Texte auf Pergament her, von denen zahllosen an den von Padmasambhava bezeichneten Stellen in Höhlen, Steinhaufen oder Hausmauern versteckt wurden. So wie sie bereits einen wesentlichen Beitrag zur ursprünglichen Einführung und Entfaltung der Lehre Buddhas in Tibet geleistet hatte, so leistete sie nun auch einen bedeutenden Beitrag daran, die buddhistischen Lehrtexte durch die Zeiten der Buddhistenverfolgung, die während 200 darauffolgenden Jahren dort stattfand, unter dem üblen König Landharma hindurch zu retten. Texte, die 200 Jahre später wieder gefunden wurden, wieder ausgegraben wurden, zu Zeiten, als die Verfolgung vorbei war, aber nicht mehr viel an Wissen und an Belehrungen da war. Sie verließ diese Erde im hohen Alter und ging über ins Land der kupferfarbenen Berge, das reine Land von Guru Rinpoche. Als der Moment kam, den Körper zu verlassen und ihre Anhängerinnen sie anflehten, noch zu bleiben, sprach sie Worte, die so radikal anders klangen als die von damals, als sie wegen ihrer Machtlosigkeit als Frau ihren Lehrer um eine Schutzpraxis gebeten hatte. Diese wilde Lady hat alles Nötige getan. Viele Male bin ich gekommen und gegangen, aber jetzt nicht mehr. Als die Königin werde ich nun erscheinen, als das Allgute, Dharmakaya. Diese selbstgenügende schwarze Lady hat die Dinge durchgeschüttelt überall. Jetzt werde ich in den Südwesten getragen. Ich bin fertig mit den Intrigen, mit den leidenschaftlichen Stromschnellen von Machenschaften und Betrügereien. Ich wende meinen Weg in die Weiten des Dharma. Um viele Männer aus Tibet habe ich getrauert, dass sie mich verlassen haben. Aber jetzt bin ich diejenige, die ins Land der Buddhas geht. Als sie den Körper bereits verlassen hatte, war noch ihre Stimme hörbar. Bis eure dualistische Wahrnehmung sich auflöst, sieht es so aus, als würden wir uns trennen.
Bitte seid glücklich. Wenn ihr den dualistischen Geist durchschaut, gibt es keine Trennung von mir. Mögen gute Wünsche den Himmelsraum füllen.